Ein munteres Spielchen nach meinem Empfinden. Herget. Fronzek. Rummenigge. 5:0. Das ist ihm zu gönnen. Endlich hat es mal geklappt. 44. Minute. 5:0 durch Karl-Heinz Rummenigge. Aber Franz Beckenbauer immer noch mit unbewegtem Gesicht. Ronzek flankt und Rummenigge drückt den Ball mit dem Außenriss. 5:0. Regisseur Norbert Thielmann. Diese Möglichkeit von Littbarski mit dem ungewohnten linken Fuß und dann Eckball. Und die kommt schon hinein, die Ecke. Berthold, Rummenigge. Jawohl, Tor. 6:0. 66. Spielminute, Karl-Heinz Rummenigge, sein zweiter Treffer. Und damit hat er gleichgezogen mit Uwe Seeler in der ewigen Bestenliste auf Platz 2. 43 Tore in der Nationalmannschaft. Was ist ihm zu gönnen, dem Karl-Heinz Rummenigge? Was hat er gerackert? Aber da ist doch einiges schief gegangen. Aber jetzt sein zweiter Treffer. Und das wird ihm weiter Mumm geben. Die Auswechslung wird jetzt vollzogen. Oberan geht hinaus.